Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part des Let's Plays The Witcher 3 Wild Hunt. Jetzt machen wir direkt im Anschluss weiter mit dem Greif. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt, vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greif nicht getötet, wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir, damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Geld ablehnen. Von so einem Arschloch nehme ich nichts an. Tut mir leid. Ich räume ihn stattdessen nachträglich aus. Das könnt ihr mir glauben. Wir gehen hier zusammen hierhin, räumen ihn aus und jeder, der sich uns in den Weg stellt, wird auseinandergenommen. Und das so wahr ich hier stehe. Und ja, des Weiteren gehe ich jetzt mal nochmal hierhin zur Kräuterdame. Hierhin. Denn ich will gucken, ob sie gestorben ist oder nicht. Denn die Zeit läuft ja auch weiter. Und es wäre ja jetzt blöd, nicht zu wissen, ob denn unser Eingreifen nicht Früchte getragen hat. Na komm schon. Sie lebt! Ja? Leb wohl. Kann man mit dir jetzt reden? Geh mal weg. Nö, noch nicht. Scheint noch nicht an der Reihe zu sein. Plätze! An meine Seite, mein Kleiner. Ich kann dir jetzt sogar wieder entgegenrennen, wie gesagt. Da wir unsere Ausdauer wieder haben. Echt eine feine Sache. Wir reiten einfach mal quer drüber. Über Stock und Stein, über Baum und Borke. Und wenn es mal nicht weitergeht. Ja, nee, ist klar. Ich sagte über Baum und Borke. Komm, spring. Wir müssen uns jetzt mit Vysimir treffen, um unser Vorgehen weiter zu besprechen. Jetzt wird's lustig. Warum haben wir eigentlich das noch? Hi, Katze. Coole Sache. Komm zu Papa. Aha. Geh weg. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Ich komme hier zu gar keinem. Außer zu Vysimir. Yennefer ist in Vysima. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Dann ist Zeit, dass wir aufbrechen. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Will ich auch diesmal. Ich Was mag die Leute. Was ist mit den Helien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserlichen magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Lidgar. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du.
Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Hoho! Lass mich los! Hey! Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Oh ja. Zurück. Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Nicht wirklich. Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ein falscher Schritt und ich schlachte euch ab. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Wir aber auch nicht. Ihr wollt es unbedingt haben? Was zum Teufel? Burn to hell, Leute! Hier sterbt! Sterbt, Leute! Einfach alle! Ihr seid uns nicht gewachsen. Tja. Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Nicht mal. Sein Gesicht. Götter, erbarmt euch. Verschwindet und kommt nie wieder. Das war doch noch gar nichts. So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir. Das war nicht mal ein Gemetzel. Das war 3-4 Leute umbringen, mehr nicht. Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Ey, Jennifer. Meine Lady. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Du aber auch nicht. Du bist immer noch so heiß. Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. auch nicht meine. Schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen. Wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Wo? Ich sehe nichts. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysima. Mach die Pferde bereit. Ich sitze seit 6 Monaten im Sattel. Ich habe dich 2 Jahre nicht gesehen. Können wir nicht kurz? Leider können wir nicht. Es erwartet dich jemand, Geralt. Jemand, der nicht gerne wartet. Okay. Kaiser Emhyr war Emrys. Oder für die Vertrauteren, die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Ich tanze auf seinem Grab. Nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Meine Fresse. Muss ja ein verdammt tolles Angebot gewesen sein. Es gibt nicht viele Dinge, für die du deine Freiheit aufgeben würdest. Oh ja. Und noch weniger Leute. Je eher wir aufbrechen, desto schneller erfährst du es. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vesemir. Und bis bald. Geht wahrscheinlich sicher um Ciri. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Dann hopp. Rennt, Leute, rennt!
Wo wir jetzt wohl hingehen? Zum König der Bastarde. Ich habe eigentlich gar keinen Bock. Weißt du, ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Nicht schon wieder, die Jungs. Los jetzt! Rennt, Leute, rennt! Tja. Lasst einfach Jennifer in Ruhe, sonst bringe ich euch alle um. Und macht dann mit euren Familien weiter, nachdem ich euch zusehen ließ, wie ich jeden von ihnen das Licht ausknipse. Ich hoffe es doch. Du bist mir eine Erklärung schuldig, meine Gute. Ich suche dich und du hast... Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarn. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vysima. Die braucht eine dringende Erklärung. Definitiv. Wir werden gewaschen. Auf jeden Fall ganz coole Sache. Für die Frauen auf jeden Fall. Das muss reichen. Du Schnösel, Fresse halten. Du meinst, es kümmert er mir, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht? Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Meine Fresse. Cladwin? Bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Fingerbreit. Oh, wir bekommen einen neuen Haarschnitt. Geile Sache. Also, Bart. Aber wie wir im nächsten... Also, wie wir aussehen. Wenn wir den Bart abrasieren. Das werden wir im nächsten Part sehen. Wenn es wieder heißt. The Witcher 3. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.